Romney oder Obama? Wer wird die Welt retten? Hey, hallo und willkommen bei Devil, deinem YouTube-Date-Doktor. Habt ihr auch die Präsidentschaftsdebatte in den USA verfolgt, wo Romney gegen Obama angetreten ist und beide ihr persönliches TV-Duell sich geliefert haben? Das Ganze war doch echt interessant, oder? Ich meine, beide haben um den Mittelstand gekämpft, um den kleinen Mann, um den Mann, der sich um seinen Job sorgt, um seine Kinder, um seine Familie. Und das war so, glaube ich, der Schlüsselkern der ganzen Debatte. Das halt darum ging natürlich auch noch, die Schulden abzubauen, dass es darum ging, das ganze marode Wirtschaftssystem wieder in eine goldene Zeit zu führen. Und jeder von beiden hat das immer für sich beansprucht. Romney als Wirtschaftsexperte und natürlich der gute Obama, der die nächsten 4 Jahre wieder für den kleinen Mann kämpfen will. Das Ganze war sehr interessant. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, für wen von beiden seid ihr? Bei wem habt ihr gesagt, ja, dem Mann vertraue ich, der wird Amerika in eine goldene Zukunft führen, beziehungsweise die USA. Soll ich euch mal was sagen? Es ist total egal. Es ist alles ein großes Theater. Und ich habe mich selbst dabei erwischt, wie ich das geguckt habe und gedacht habe, Mensch, der Romney, den traue ich kein Stück über den Weg. Das ist doch ein Aristokrat. Der macht doch nur sein Ding und hilft den Leuten, die Geld haben. Weil das seine besten Freunde sind, das ist doch logisch. Und in diesem Konsens habe ich mich erwischt, wie ich über so einen Scheiß nachdenke. Dabei weiß ich ganz genau, dass es total egal ist, ob nun Romney oder Obama, ob nun Merkel oder Steinbrück oder wem auch sonst. Da könnte jeder Name auftauchen, es ist total egal. Wieso ist das Ganze egal? Weil diese Menschen nicht uns dienen, sie dienen nicht dem Volk, sie dienen nicht dem kleinen Mann, sondern nein, sie dienen dem Geld. Ich meine, klar, alle 4 Jahre werden die Leute wiedergewählt, dann müssen sie sich ein bisschen in Pose setzen vor die Kamera, ihre Show abliefern und uns zeigen, wie toll sie doch sind und dass sie für uns durchs Feuer springen würden. Und kaum sind sie gewählt, ja, vergessen sie das wieder und machen das absolute Gegenteil davon. Warum passiert das? Man macht immer das, wozu man in so einer Position, in so einer Machtposition gezwungen wird. So, nachdem wir sie gewählt haben, haben sie ja das bekommen von uns, was ihnen wichtig ist. Und wir können sie ja gar nicht mehr unter Druck setzen. Wir können sagen, okay, nächsten 4 Jahre wähle ich dich dann nächste Mal nicht mehr. Aber dann ziehen sie wieder ihre Show ab, begeistern uns mit ihren TV-Duellen und dann, oh, Obama, du bist so wundervoll. Und dann wählen wir ihn wieder. Oder Angela Merkel, dann legt sie sich halt eine neue Frisur zu. Und dann, wow, sie ist so toll. Ja? Das ist verrückt. Wer hat denn wirklich die Kontrolle über diese Menschen? Die Leute, die das Geld haben. Ganz einfach. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Dieter, der im Lotto gewonnen hat und 3 Millionen hat, sondern ich meine die Industrie, die Großindustriellen, die diese Welt regieren. Und damit meine ich jetzt nicht nur ein Land, sondern die Welt. Das sind ja wirklich Großkonzerne, die unsere Welt in ihren Griffen halten. Und das sind einige wenige Leute, die unsere Welt einfach regieren. Und die sagen ganz genau, wo es lang geht. Denn die spenden das ganze Geld an die Parteien, ohne die ihren Wahlkampf gar nicht machen könnten. Dann fließt hier und da vielleicht noch der ein oder andere Dollar oder Euro. Man weiß es nicht, ist mir eigentlich auch egal. Jedenfalls haben die dadurch die Kontrolle. Die haben dadurch die Kontrolle über die Partei. Und wenn der da oben, der Präsident oder die Bundeskanzlerin oder wer auch immer da oben sitzen mag, das Krümelmonster, ist mir eigentlich auch egal, wer da sitzt. Jedenfalls, wenn der nicht macht, was die wollen, dann wird er von der Partei abgesägt, denn die Partei ist ohne Geld gar nichts. Ja, und dementsprechend vertreten sie halt deren Interessen, werden immer unter Druck gesetzt und sie sind eigentlich nur kleine Schachfiguren im Spiel dieses großen, großen, ja, geradezu perversen Komplexes, was wir Weltwirtschaft oder Weltpolitik nennen. Das ist auf jeden Fall eine kranke Scheiße. Und wir ziehen uns das dann immer wieder rein, diese TV-Duelle, und denken gar nicht dran, dass es eigentlich egal ist, ob nun CDU oder SPD oder FDP oder die Grünen, weil alle werden von den gleichen Leuten bezahlt. So würde ich das auch machen. Würde ich einer von diesen Leuten da ganz oben sein? Ich würde auch alle bezahlen. Dann ist egal, wer gewinnt.
Und dann werden die Leute untereinander ausgespielt. Und dann müssen wir entscheiden, welche Partei ist nun gut und welche ist böse. Und egal für welche wir uns entscheiden, in unserem Kopf ist es dann verankert, ich bin für die Guten. Und jetzt müssen die gewinnen und wir sind da emotional richtig dabei. Ja, die Guten werden gewinnen. Ich bin dabei. Und dann gewinnen die auch noch und wir freuen uns so abgöttisch, dass die Guten gewonnen haben. Und in echt sind es genau die gleichen Dreckskerle. Es ist eine kranke Welt, in der wir leben. Die Frage ist, warum mache ich jetzt dieses Video? Einerseits natürlich, um zum Nachdenken anzuregen, aber andererseits auch, um zu erfahren, habt ihr euch selber schon mal in einer solchen Situation erwischt, dass ihr auch darüber nachgedacht habt, der Romney, nee, den würde ich niemals wählen. Und dann habt ihr gemerkt so, oh scheiße, warum denke ich über so einen Blödsinn nach? Ist doch alles nur ein Theaterstück. Und das, obwohl ihr das wisst. Oder ist es vielleicht so, dass ihr denkt, was erzählt der jetzt davon? Er ist total der bescheuerte Verschwörungstheoretiker. Es kann doch gar nicht sein, dass die Leute mit Geld wirklich die Welt regieren. Das ist ja total abwegig, dass Geld irgendwas in dieser Welt ausrichten kann. Dann ist das auch okay. Dann schreibt es unter die Kanalkommentare und bezeichnet mich als Träumer und Philanthropen, Verrückten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es das im Großen und Ganzen. Denk mal drüber nach. Bis dann. Ciao.